Die wird ziemlich problematisch. Das merke ich jetzt schon, da ich nämlich M10 genommen habe. Der wird hier oben sich wahrscheinlich nicht so, wie er soll, festziehen. Aber ich probiere das erstmal aus. Und wenn das nicht funktioniert, ich habe noch ein paar M10-Schrauben da, die sind nur allerdings nicht so schön. Mann, ich brauche erstmal eine Knarre. Natürlich habe ich keinen 13er. Wo ist denn dieser scheiß 13er schon wieder? Wo ist überhaupt die kleine Knarre abgeblieben? Oh. Dinge, die in meiner Werkstatt verschwinden. Knacken. Fakt. Weg. Kacke. Wo ist denn die Knarre? Knarre, Knarre. Spring mir doch einfach an den Kopf. Also doch. 13er sogar drauf. 13er sogar drauf. Hervorragend. Dazu nun kann ich die vielleicht nehmen. Nein, ich nicht. Oh. So, wir haben jetzt einen Knall geholt. Das war ja schon wieder ein Akt für sich, weil bei Trivolo in der Werkstatt, da verschwinden immer so diverse Dinge wie Knarren, Messinstrumente. So der Klassiker halt, ne? So, dreht rechts rum. Wir schauen mal, jetzt ziehen wir mal den Dreck hier an. Oder auch nicht. Und da geht es nämlich auch schon los. Wir kriegen den Bums hier nicht angezogen. So ohne weiteres. Da müssen wir ein bisschen rumtricksen. Ne, das wird nichts mit rumtricksen. Entweder nehme ich jetzt andere Muttern, weil ich die selbst sicher nicht raufkriege. Oder ich nehme andere Schrauben. Oder hier einen 10er Schrauben. Die müsste ich dann aber vorher senken. Weil da habe ich noch extra so ein paar Niro-Senkschrauben. I'll give it a try. So, ich habe jetzt hier so ein paar Senkkopf-Niro-Schrauben. Also Niro, Nirosta, VA, wie auch immer. Aber ich sehe schon, da muss ich auf jeden Fall das Loch für senken. Und ich weiß gar nicht, ob mein Senker dafür ausreicht. So, nachdem ich jetzt ein bisschen gesucht habe und weder meinen Senker gefunden habe, noch eine Alternative, habe ich jetzt erstmal nicht selbstsichernde Muttern genommen, in Hoffnung, dass ich die jetzt einfach ganz einfach irgendwie da rankriege. Und ich habe auch schon mir den 8er Bohrer hingelegt, damit man das beim nächsten Mal nicht passiert. Ich hoffe, dass es mir nicht passiert. Oh, furchtbar. Kennt ihr das so, diese Unterlegscheiben, ne? Ich finde das ja immer so schlimm. Ja. Siehst du? Hm. Da ist er drauf. Jetzt hat er verloren. Wie man immer so schön sagt, ne? So, jetzt hat er verloren. Jetzt, er hat verloren. Ne? Ich meine jetzt ehrlich, ich habe das früher immer Gas verloren oder so gesprochen. Haben. Heute höre ich mich selber manchmal so sabbeln, wo ich mir denke, so, Knarre passt nicht. Wo ich mir selber so denke, du hast irgendwie, weiß ich nicht, voll einer der Klatsche. Aber ich glaube, deswegen mögt ihr eure Tante Trivolo so. Achso, ich soll ja nicht immer sagen, Tante Trivolo, ne? Weil jetzt, wo ich mich so denn der Öffentlichkeit präsentiert habe, hat schon einer gemeint, so, das ist ein bisschen eklig, habe ich gesagt. Stimmt. So, wir ziehen das Ganze fest. Hier unten. So. Ich ziehe das jetzt halt ein bisschen fester als normal, also als ich es normalerweise machen würde. Eben weil hier mir der Spielraum fehlt. Ich hoffe einfach, dass das Ganze hält. Ich werde mal gucken, dass ich das Ganze nochmal irgendwie in M10 bekomme. Mal schauen wir mal. Ich würde sagen, das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann sehen wir uns gleich in der Totalen wieder. Nein, das mache ich nicht. So, Friends, wir haben die ersten zwei festgezogen. Ich habe hier schon mal den ersten abgemacht. Jetzt mache ich hier noch den zweiten ab. Kebam, Digga. Siehst du? Und damit haben wir schon mal ein bisschen Stabilität reingebracht. So, womit geht es jetzt weiter? Ich habe euch ja gesagt, beziehungsweise ihr habt das ja gesehen, kurz bevor der Akku schlapp gemacht hat, ich trenne eine Latte auf. Ich habe mir dann eine rausgesucht, die halt nicht ganz so schön war. Die habe ich dann aufgetrennt, habe die hier nochmal ein bisschen geschliffen, da geschliffen, ebenfalls lackiert. Und ich habe mir halt eine ausgesucht, beziehungsweise nee, sie waren alle markiert. Die für die Sitzfläche, die waren eigentlich alle hier markiert mit den 8 cm. Diese ist schon markiert. So, und die müssen wir jetzt hier irgendwie mit einarbeiten. Die Frage ist nur wie? Wie muck wieder? Wer der muck das Ding gut? Oder auch nicht. Ich würde einfach mal behaupten, einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, was ich jetzt vorhabe hier. Ich suche mir jetzt erstmal hier irgendwie. Moment. Ich suche
gucken wir jetzt hier erstmal irgendwie Mitte Loch. Mitte Loch wäre ich ganz hinten dran, deswegen gehe ich so ein Stück darüber. Ich mache das alles nach Augenmaß. Und jetzt nehme ich mir eventuell ein Stück Multiplex. Was ist das hier? Was hat das hier? Viele wollen immer gerne wissen, wie viel man da so nimmt. Ich habe da jetzt eins zu fassen mit 10 mm. Und ich glaube 10 mm, das klingt in meinen Ohren gar nicht so scheiße. Wir machen jetzt erstmal hier 10 mm, so zwischen. Dann machen wir mal das so rein und dann machen wir das auch nochmal. Ja, oder auch nicht, weil ich gar kein 10 mm Stück mehr habe. Mach mich nicht schwach hier. Das ist nicht 10 mm, das ist auch nicht 10 mm. Ha, Himmel, Arsch! Himmel, Arsch und Wolkenbruch, oder? Das sind 10 mm, glaube ich auch. Und du bist 6,9. Mach mich nicht schwach. Oh, Annegret, was ist? Wer ist Annegret? Keine Ahnung. So, das sieht aus wie 10 mm. Tschüss. Dann laufe ich hier jetzt nochmal so zwischen. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen anschneiden können. Man kann es auch so machen, dass man sich das Ganze, fängt die Kamera das ein. Huhu, hier bin ich, da. Man kann das Ganze so machen, dass man das so ein bisschen mit dem Finger festklemmt. Ich zeige euch das jetzt. Ich glaube, hier könnt ihr das richtig sehen. So, ich mache das Ganze jetzt halt so. Ich klemme das Ganze jetzt so ein bisschen hier zusammen, so mit dem Finger. Ich fluchte jetzt, dass dieses hier hinten, dass das ungefähr eine Linie ergibt. Und dann nehmen wir den Schraub zwingen und dann zwinge ich das da so fest. Und wundert euch bitte nicht, wenn ich so einen Scheiß rede oder so rede, wie ich im Moment rede. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen zu viel Internet geschaut. Das klingt so falsch. Ich habe ein bisschen zu viel YouTube geschaut. Und ja, irgendwie habe ich mir das jetzt voll angewöhnt. Und ich habe mir das nicht mehr abgewöhnt. So, was nehme ich mir jetzt hier? Hier nehme ich mir jetzt Bohrer. Akte Millimeter. Dann spende ich mir das so ein und dann würde ich sagen, ich bohre da jetzt schon mal ein bisschen vor und dann bohre ich da schon mal Löcher rein und dann hole ich euch da nochmal runter und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn man das mit 8 mm vorbohrt, ob das dann vernünftig aussieht. Boah, kann die Kamera das mal einfangen hier? Guck dir das mal an hier. Ich guck mal gerade ins Display. Alter, der Trivoluno, ist das ein Arbeitstier? Eine Maschine! So, dann melde ich mich wieder zurück. Ich habe jetzt mir, glaube ich, alles vorbereitet soweit. Ich habe jetzt hier mein 8er Bolzen. Oh, das habe ich mir noch nicht alles ganz vorbereitet. So, den treiben wir jetzt da durch. Und jetzt haben wir hier oben, kann man das einfangen? Ne, kann man nicht. Oh, ich muss aber die Kamera umpusten. Muss ich nicht, das seht ihr ja doch. Da. Jetzt hat man hier halt so einen kleinen Spalt zwischen, ne? Und ja, dieser Spalt, der muss sein, weil die Schraube soll sich jetzt ins Holz eigentlich reinfräsen. Ich gebe den Schrauben immer noch gerne so einen kleinen. Leute, wirklich nur einen kleinen. Ja, bevor wieder einer sagt, Trivolo, das macht man nicht. Nee, das, ihr habt ja gesehen, das war jetzt nur so ein ganz klein bisschen. Aber das ist halt, ich bin Kacke. Ja, ich bin Kacke. Nein, aber ich bin halt ehemaliger Metaller und ich kenne das irgendwie so. Alles wird erstmal angekloppt. Ne, wer jetzt auch Metaller ist, da könnt ihr ja gerne mal zustimmen oder sagen so, bist du behindert oder was? Das kann auch sein. Sag mal, drehst du auch? Du drehst links rum, du drehst jetzt rechts rum. Knarren! Das alte Leid mit den Knarren. So, aber ich merke schon, wir haben hier das gleiche Problem. Eisen eben nicht. Hier gibt es halt keine selbstsichernden. Ich den jetzt irgendwie? Ja, jetzt, ich glaube, mit viel Druck von oben. Und ich glaube auch, weil ich den vorgeschlagen habe, geht der sich jetzt nicht mit. Hoffe ich zumindest. Also, ich spüre zumindest nichts irgendwie. Ich spüre nichts. Ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Hallo? Hallo? Jetzt. Also dieses Überkopf mit so einer Knarre oder mit einer Schraubenschlüssel. Ah, pass mal auf, jetzt. Was er jetzt macht. Jetzt dreht er sich wahrscheinlich gleich im Kreis. Ne? Fuffel-Effekt und so. Oh, ja. Jetzt haben wir natürlich keinen Schraubenschlüssel hier. Habe ich in meine Hosentasche gesteckt? Nein, habe ich nicht. Aber doch, haben wir hier. So, Schraubenschlüssel. Weil irgendwann ist auch mal Moonende vor der Knarre und dann drehen wir den einfach immer weiter. Und die Schraube, beziehungsweise der Bolzen hier, der zieht sich immer weiter rein. Bis was irgendwann sehr schwer geht. Und dann weiß man, das Ganze ist fest und das Ganze kriegt nicht mal der Ehedrachen auseinandergerissen. Also das ist wirklich, das ist einsame Spitze fest. Und ich würde sagen,
Ich schraube das Ganze da hinten an, bereite das letzte Brett vor und ich glaube, das letzte Brett, das könnte etwas spannender werden. Wir sehen uns gleich wieder. Hast du aufgehört? Nee, hast du nicht. So, Tante Trivolo sitzt. Ja, warum habe ich jetzt vorhin gesagt, diese Seite könnte interessant werden? Diese Seite wird ganz einfach aus dem Grund interessant. Das Ding, das muss ich jetzt runterbiegen. Und dabei muss ich zeitgleich das Loch treffen, beziehungsweise beide Löcher. Und ja, ich würde sagen, ich kommentiere das irgendwie gar nicht, sondern ich mache das jetzt einfach mal. Wir wissen gar nicht wie. Das ist mein größtes Problem. Also ich glaube, als erstes mal werde ich mal das Loch mal suchen. Den Löchli. Wo bist denn du? Wo ist denn das kleine Löchlein? Dann komm mal her, du. So, wir haben das Loch. Die Schraube, die lasse ich jetzt erstmal so da drin. Und den hier, ich habe keine Ahnung. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich glaube, das ist auch viel zu dick. Das geht gar nicht. Wie soll ich den denn jetzt da reinkriegen? Vor allem, wenn das hier eigentlich eine 10er sein muss. Weil das Ganze ja, wie bekannt, Selbstbau ist. Aus längst vergangenen Zeiten. Das passt nämlich gar nicht. Den krieg ich da gar nicht rein. Was ist denn, wenn ich das Ganze so gestalte? Den zuerst da noch rein. So. Du bist da jetzt drin, ne? Und dann drücken wir dich einfach, ganz einfach. Boah, Alter. Boah. Alter Schwede. Puh. Wieso sind der so krumm? Wieso sind der jetzt so krumm? Ja, wie krieg ich den da jetzt rein? Das ist die Frage, ne? Das ist auch eine berechtigte Frage. Scheiße, gar nicht. Erstens gar nicht und zweitens überhaupt gar nicht, wa? Wie weit sind wir denn davon ab überhaupt? Gar nicht so weit, wie mir scheint. Das ist natürlich der Bolzen viel zu weit durch. Geht das nicht irgendwie jetzt, wenn ich den jetzt, ja, aber wie, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Weil der muss ja ein ganzes Stück da rein. Okay. Damit habe ich jetzt wirklich den ganzen Tag nicht gerechnet, Leute. Damit habe ich niemals gerechnet. Leben nicht. Aber ich probiere mal was aus. Ich probiere jetzt hier an dieser Stelle, boah, Alter, selbe Stelle, nur die Welle einfach mal was aus. Das wird nix. Das wird nix. Die Bretter sind genauso dick wie die alten. Kann gar nicht sein. Ich muss an dieser Stelle einen Cut setzen, ich muss das alles mal überprüfen. Häuser bin! Der hat verloren. Wie heißt es so schön? Gewalt ist keine Lösung. Aber Gewalt ist ein guter Ansatz. Und wenn man bei sowas bei ist, das ist jetzt so von mir einfach mal so daherge... Was heißt dahergesagt? Stimmt nicht mal. Das ist von mir jetzt einfach mal so gesagt. Wenn es partout nicht klappen will, geht weg, geht kurz weg, sammelt Kräfte, kommt dann wieder und dann, ihr habt jetzt gesehen, das hat jetzt auf Anhieb funktioniert. Ich kann euch sagen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich bin in der Zwischenzeit bei meiner Frau gewesen im ersten Stock, habe mal tief durchgeatmet. Der ist verdreht, oder? Habe mal tief durchgeatmet, habe eine Zigarette geraucht und habe dann gesagt, Aufi. Auf wie geht's? So. Aber wir haben jetzt ein kleines Problem, das wir hier noch irgendwie lösen müssen. Das weiß ich noch nicht wie.
einfach mal so. Dann halten wir das Ganze einfach mal hier ein bisschen gegen. Das ist natürlich jetzt problematisch, weil das 10er Löcher waren. Ja, weil das 10er Löcher waren, könnte das Ganze jetzt ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich lasse den jetzt hier, kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ich lasse den hier drin. Der hat ja eine viereckige Aussparung und ich lasse den da drin jetzt ein bisschen verkantet. Werd jetzt einfach, da habe ich mir extra die Zwinge noch geholt, werde jetzt einfach mal sehen, dass ich den hier irgendwie, ich weiß auch noch nicht wie, aber dass ich den vielleicht jetzt hier so ein bisschen runtergepresst bekomme. So, dass er erstens schon mal sitzt und zweitens sich auch nicht mehr groß bewegt oder bewegen kann. Ja, es tut mir auf jeden Fall leid, Leute, wenn da jetzt meine Finger im Weg sind oder sonstige Körperteile von mir. Aber es lässt sich gerade hier nicht so ganz vermeiden, weil... Und jetzt wird der gute Marcel wahrscheinlich lachen. Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ach nee, da werden noch ein paar andere Leute lachen, weil ich glaube, den Anime, der war ja eine Zeit lang hier auf dem Kanal, auf Triolo war er ja eine Zeit lang... recht präsent. Wie kriege ich das jetzt hin? Mit dem komme ich da ja gar nicht hin, ne? Was ist denn, wenn ich das... Nee, das ist ja... Das ist scheiße hier. Hier ist auch nichts zum... Hier ist gar nichts irgendwo, wo du mal was ansetzen kannst, weil hier unter ist immer gleich der Bolzen. Hier ist nichts angesetzt. Doch, warte mal. Das könnte so... Wenn ich das jetzt so mache, das könnte schon mal die halbe Miete sein. Wenn ich den jetzt... Ja. Ja, Binu! Weißt du auch nicht. Wenn ich den jetzt wieder drehe, dann bewegt er sich doch bestimmt wieder oben mit. Na, natürlich bewegt er sich mit. Wie kriege ich den denn jetzt fest? Der muss jetzt irgendwie richtig in das Schraubloch rein. Weil da ist er definitiv noch nicht drin. Der ist definitiv noch nicht richtig im Schraubloch drin. Ich habe keinen kleineren Hammer irgendwie. Kriegen wir den nicht irgendwie jetzt so rüber gezwungen? Also ich finde, das klingt aber so falsch. Aber, gezwungen ist, glaube ich, auch nicht richtig. Was ist denn, wenn... Ich muss das ja auch gar nicht... Oder doch? Nee, muss ich. Muss ich das? Ja, weil die länger sind. Scheiße. Ich das jetzt so irgendwie... Joa, guck mal. Und? Was sagst du? Du Bolzen. Nun sei er auf jeden Fall schon mal einigermaßen drin. Und nun versuche ich das Ganze mal... Ne? Er dreht sich halt immer mit. Sau. Und den löse ich jetzt, glaube ich, lieber nicht, weil ich habe hier am Hebel... Das ist geil an dem Wolfkraftzwing, kurzer Exkurs zu dem Wolfkraftzwing. Man merkt hier, ob man leicht das Ganze lösen kann oder ob man ein bisschen mehr Druck braucht. Und wenn man ein bisschen mehr Druck braucht, meiner Meinung nach, so wie in dem Fall, möchte ich die jetzt nicht lösen. Die Frage ist jetzt, wer jetzt irgendwie das nicht mitbekommen hat, die Frage ist jetzt, wie kriege ich das Ding gehalten? Oh, meine Frisur. Wie kriege ich das Ding jetzt gehalten, dass ich das von unten mit der selbstsicheren Mutter festschrauben kann? Wenn gar nicht, dann muss da halt auch eine normale Mutter und die muss dann eben auch ein bisschen fester.